Good morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Renke. Schönen guten Tag. Hallo. Eigentlich wollten wir dieses Jahr, also herzlich willkommen übrigens zum... Guten Rutsch. Zum guten Rutsch. Zum einzigen deutschen Fachpodcast für Dschungelfragen oder so. Ja. Dieses Jahr machen wir alles ein bisschen anders. Das mal kurz vorweg. Wir werden hoffentlich täglich noch was liefern können, aber wir schaffen es nicht so ausführlich wie letztes Jahr, auf keinen Fall. Leider. Deshalb jetzt auch die erste Folge ein bisschen zu spät und keine Voranalyse und so. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Wir versuchen aber ranzuhalten, irgendwas zu tun. Deshalb nehmen wir jetzt auch diese erste kleine Folge hier unterwegs schnell auf, damit wir überhaupt was haben. Und sehen uns dann, oder hören uns vielmehr, nach dem zweiten Tag so richtig, oder? Ja, denke schon. Das wirst du wahrscheinlich besser hinbekommen, mal sich uns richtig hinzusetzen. Wir haben so ein bisschen neue Technik ausprobiert, soll alles ein bisschen schneller gehen hier. Mal gucken. Ja, genau. Das ist die wie nennt sich das? Die Prozesse streamlinen und so. Ja, ja. Wollen wir mal einfach kurz durchgehen, was für Volk dieses Jahr an diesem Dschungelcamp teilnimmt? Ja, das können wir machen. Also gehen wir mal die Flöckchen durch, ja, die wir hier haben. Anastasia Avilova. Habe ich noch nie von vorher gehört. Nee, ich auch nicht. Aber sie spricht Russisch, haben wir gelernt. Ja, genau. Da kommen wir später noch zu. Ja. Sie spricht Russisch. Also hat vorher so typische Reality-TV-Trash-Karriere hingelegt. Nee, wenn sie das abgeliefert. Kann man davon abliefern sprechen? Ich weiß es nicht. Wie findest du die? Na, sie ist bisher nicht so richtig aufgefallen. Deswegen habe ich ehrlich gesagt keinen Eindruck. Und zwischendurch bin ich so ein bisschen eingeschläfert gewesen. Ja. Ich glaube, sie ist ehrlich gesagt nicht aufgefallen und auch nicht mir bisher. Deswegen, ja, müssen wir mal schauen. Höchstens mit ihrem Stress mit Dani Büchner. Ja, genau. Aber wer hatte nicht Stress mit Dani Büchner jetzt da in der Sendung? Ja, gut. Das ist kein Unterscheidungsmerkmal. Bisschen, also mein erster Eindruck ist so... Ich sag mal, vom Charakter her eher zu normal, als dass sie was reißen könnte. Und wirkt irgendwie ganz nett, unauffällig, wird irgendwie einigermaßen früh ausscheiden. Ja, denke ich auch. Ja, dann kommen wir schon zu Daniela Büchner. Ja, grundsätzlich, da ihr Mann und da überall ihr Mann. Und ach, genau. Sie möchte da bisher auch dann da pennen und über und ach, die Asche und ganz vorsichtig. Ich habe leider den Eindruck, dass das... Also die Witwe von Malle Jens, muss man mal für alle ja, sagen. Die, ja, der ja auch Kandidat im Dschungelcamp war. Genau. Und sie mehr oder weniger quasi seine Erlebnisse die ganze Zeit referenziert. Ja. Ich glaube, das wird dummerweise... Also diese Mitleidschiene, es ist halt so ein bisschen... Ich nehme ihr das schon ab, dass sie das ja ernst meint. Das glaube ich auch. Aber das Problem ist so ein bisschen... Sie sollte sich vielleicht davon emanzipieren und mal aus seinem Schatten springen, weil... Vielleicht hat sie ja Qualitäten, die sie zeigen kann. Ich fand die gar nicht so unsympathisch, ehrlich gesagt. Ja, genau. Und dementsprechend... Also ich hätte mir die anders vorgestellt. Ich habe ja nie diesen Vox-Quatsch so dolle gesehen. Fand ich eigentlich ganz sympathisch so. Ja, ist ein bisschen schade. Aber wie du auch schon gesagt hast, ich nehme das schon ab, dass so ist. Vielleicht weiß sie das noch einzustellen auf den richtigen Grad oder so. Ja. Und dann kann sie, glaube ich, die Position dieser so Camp-Mutti ist halt immer noch so richtig offen und das kann halt eine Sympathierolle sein oder es ist offen. Ja, dafür hat sie, glaube ich, zu viel Stress mit anderen Leuten. Ja, das kann sich ja auch legen. Die werden ja auch irgendwann hungrig und dann ist auch nicht mehr so Energie da, das wissen wir ja leider. Lethargie ist ja schneller da, als man Dr. Bob rufen kann. Ja. Marco halt. Ja, auch typischer Trash-TV-Teilnehmer. Mega unsympathisch, oder? Ich versuche gerade nicht mit Raoul zu verwechseln. Hier dem aufgedunsenen Till Schweiger. Richter. Und daher... Der ist mir nicht aufgefallen, der Marco. Wer ist das? Das ist dieser Dunkle, glaube ich. Ne? Der hat kein Foto in der Wikipedia, so unrelevant ist der. Meine Herren. Das stellt uns hier wirklich vor Wahnsinn. Ach, der da. Ja, genau. Fand ich fürchterlich unsympathisch. Da kommt irgendwie nichts raus. Boah, weiß ich nicht. Weg. Auch schnell, ist wirklich, glaube ich, schnell weg. Ganz anders, finde ich, als Prinz Damien. Ja, das ist wie wollen wir das sagen? Schillernde Persönlichkeit, würde ich mal sagen. Genau. Nie gesehen oder gehört vorher den Namen.
Aber ganz, ganz witziger Typ irgendwie. Aber die spannende Frage, die mir gestellt wird, hat nachts an diesen Kontakten aufgeladen oder wie läuft das? Ja, gute Frage, ne? Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel Energie muss man tatsächlich reintun, damit da so viel, also, ne? Ja. Irgendwann, vielleicht wird er auch irgendwann müde. Müde und so ein bisschen quengelig vielleicht. Ja. Elena Miras. Okay. Also scheinbar, unser Nachteil ist, ich weiß nicht, hast du das Sommerhaus der Stars geguckt? Ja, ganz kurz, zwei ich Folgen, nicht. Dann habe ich es nicht ausgehalten. Habe ich es nicht mehr ausgehalten, weil der Wendler so eklig war. Okay. Entschuldigung, die Wendlerin. Die Wendlerin, ja. Das ist einfach eine, das ist einfach eine gemeine Frau. Das ist okay. Einfach eine gemeine Frau. Ich bin gespannt, wie das und sie wird. Ist, man merkt an ihren Kommentaren, sie ist PR gecoacht. Irgendwann wurde sie gefragt im Dschungeltelefon über irgendjemanden, über Dani Büchner oder so. Und dann hat sie gesagt, ja, nee. Sie ist halt so und so, aber ich soll ja nicht über andere reden, ich soll über mich reden. So. Also ist ja mal schlecht PR gecoacht auch noch. Viel kaufen die schnell raus, ich finde die wirklich extra, ich mag die nicht. Ja, okay, Twitter nicht. Scheinbar auch nicht. Ich muss mir das mal mit Ja, beschäftigen. Die ist auch, also man muss halt wirklich sagen, die ist einfach gemein und die feiert sich selbst dafür extrem ab, merkt aber nicht, dass es überhaupt nicht lustig ist, sondern einfach nur doof. Okay. Dumme Kuh. Sehr gut. Ja. Bin das kann aber dummerweise halt sagen, dass sie halt lange trägt, weil bis sie dann rausfliegt. Ja, die war ja schon mega angefressen, dass sie jetzt in die erste Dschungelprüfung muss. Okay. Naja. Ja, aber es kann ja dummerweise ein Abo bedeuten. Ja, ja. Leider. Kommt drauf an, wie sie sich schlägt. Ja. Wenn sie einigermaßen mitmacht, dann nicht, aber ja, könnte sein. Ja. Claudia Norberg, Ex-Frau der Wendlerin. Ja, die wurde ja in der Bauchbinde als Wendler-Ex vorgestellt. Ja. Dementsprechend ist es das, was RTL da eingekauft hat, wird sie liefern und dann ist sie nach 3 Tagen nicht mehr so interessant, oder? Genau, das denke ich auch. Und lustigerweise ist sie ja Ersatz für die jetzige... Nicht-Wendler-Ex. Genau. Ja. Für die Nicht-Wendler-Ex, die eigentlich ins Dschungelcamp ziehen sollte. Also, aber da hat Papa Wendler Nein gesagt. Ja. Aber das egalisiert sich dann so ein bisschen, ne? Ja. Einmal ist sie sozusagen die Neue und einmal die Alte. Ja. Ja, wird, glaube ich, schnell langweilig. Ja, definitiv. Die ist, glaube ich, zu normal. Ja. Und wird nicht, da kommt nichts mehr rum. Sven Ottke. Ja, also der hatte also therapeutische Effekte in dieser Prüfung gehabt, also ein bisschen an Domian. Der sieht auch ein ganz bisschen so aus. Ja, ne? Es ist, das, und der hat ja einen Motivationscoach da gegeben. Ja, ja, Boxer halt. Ja, kann halt sein, dass es funktioniert, wenn er so ein bisschen die sportlich auf Trab hält vielleicht und in der Funktion. Und er hat sicher ein paar Geschichten zu erzählen. Ja. So dementsprechend kann sich das ganz gut tragen. Aber was macht der da? Ist der pleite? Ja, vermutlich. Aber nein, der hat ja keine Mütze auf, wie der andere. Ja. Na, wahrscheinlich ist er nicht pleite, vielleicht ist es ein Aufmerksamkeitsboost, vielleicht kommt ein Buch demnächst raus. Du weißt, wie das ja läuft. Das ist ja, entweder wird man in Aufmerksamkeit oder ein Geld dort bezahlt. Also du hast ja gesehen, wo er zuletzt mitgemacht hat, bei der VOG-WM 2008. Das ist schon ein bisschen her. Das ist ein bisschen her. Da hört der Wikipedia-Artikel einfach auf und dann ist der nächste Satz, er geht ins Dschungelcamp. Markus Reinicke von Die Superhändler. Oh das, Gott. Das schlechte Bares für Rares. Ja. Also hast du deine Wohnung gesehen? Ja. Das ist der Hippie-Ludolf. Also. Ja, ja, er wohnt aber in einem Wohnwagen daneben, weil seine Hütte so vollgestellt ist. Aber er wundert sich, warum er Single ist. Ja, und hat auch keine Gelegenheit gelassen, irgendwie die erste Frau anzugraben. Das könnte doch mal eklig werden. Ich glaube, der hat so ein bisschen fehlende Selbstkontrolle. Ekelpotenzial. Ekelpotenzial, ja, ja, ja. Sehr groß, ja. Schöne Kategorie übrigens, Ekelpotenzial. Raul Richter? Also, wie gesagt, ich sprach auf Twitter schon vom aufgedunsenen Till Schweiger. Ja. Mann, geht der mir auf die Nerven. Der ist zu freundlich, ne? Das ist auch so eine aufgesetzte, gespielte Freundlichkeit. Ich weiß gar nicht, ob das aufgesetzt und gespielt ist. Es gibt so Typen, die sind so. Ja, ach, furchtbar. Das wäre aber noch schlimmer als aufgesetzt, glaube ich. Ja. Naja, finde ich ganz und das unangenehm. Schlimme ist, der wird da ewig rumhocken in diesem scheiß Camp. Ja, das ist möglich. Ja. Das ist möglich. Weil der wird ja im Zweifel, selbst, also sollten sich Fraktionen bilden in diesem Camp.
der wird ja immer dazwischen irgendwie hängen. Weil der wird ja sich weder gegen das eine noch das andere stellen. So, naja. Also, ist aber auch schon 5 Jahre nicht mehr bei GZSZ. Deshalb ja. Vielleicht hat er auch nicht mehr so große, eine große hier Anhängerschaft. Tony Trips. Okay, Zuma. Das ist ein... also erstens, immerhin, einer hatte den Dude mal ins Camp jetzt mitgenommen. So, das ist schon, das Tattoo-Werk ist ja schon besonders. Ja. Aber sonst ist sie gerade noch nicht so weit aufgefallen. Ich weiß halt nicht, wie weit ihre Energie, die sie so mitbringt, sich jetzt im Camp trägt, wenn man halt so ein bisschen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, die, ist für mich alles das, also sie verkörpert irgendwie alles das, was schlecht ist an so, Influencer. Ich weiß nicht. Ich finde das fürchterlich, fürchterlich aufgesetzt und guck mal, wie anders ich bin. Wow. Ja, die ist schon nicht uncool so. Das will ich gar nicht gesagt haben, aber ich finde das irgendwie ein bisschen. Boah, irgendwas, also ich kann es auch noch nicht so richtig greifen, aber irgendwas stört mich an der. Das müssen wir mal schauen. Also ich würde einfach da abwarten. Vielleicht liegt es auch da nur, einfach nur daran, dass sie so jung ist. Ist sie ja Anfang 20 oder so? 22, glaube ich. Ja, also. Genau. Ja, genau. Das kann sein, dass sie halt so ein bisschen. Sozusagen, da sich auch noch finden muss in ihrer Rolle, weiß ich nicht. Ja, und Günther Krause. Professor Dr. Günther Krause. Ja, der erste Camper mit eigener Medizintasche am Arm. Ja. Das ist so, der wurde ja ins Camp gefahren. Ja. Der ist für jede Prüfung gesperrt gewesen. Ja. Der war da irgendwie einen halben Tag alleine, sah danach aus, als wäre er schon 2 Wochen dort gewesen. Und hat sich auch vorgestellt bei allen mit, ich war der Erste im Camp. Ich glaube, die haben ihn auch einfach verrückt gehalten. Mit dem, was, wie, du warst der Erste? Hey, sind doch schon Leute. Und dann war er noch der erste Teamchef. Und hat dann so letztes Jahr Ersatzkandidat vergessen in Australien, so sah das aus. Und dann hat er die Regeln vorgelesen. Das erste Mal, hat er mal dieses Regelvorlesen mal zeigt, was einfach viel zu witzig war. Aber er ist quasi schon von uns gegangen, de facto. Ja. Er wurde von Dr. Bob vor der ersten Verkündung der nächsten Prüfungskandidatinnen rausgenommen. Und die Regel gilt einmal raus, nie wieder mehr rein. Na, er wurde, also wenn ich es richtig verstanden habe, ging es ihm nicht so gut. Er wurde abgeholt zur Untersuchung und wurde dann außerhalb des Camps untersucht. Ja. Von diesem Gelände da. Ja. Und dann darf man halt nicht mehr rein. Das sind so die Regeln der Produktion. Und ihm geht's wohl gut, hat er auch verkünden lassen, aber weil er jetzt draußen war, darf er nicht zurück. Ähnlich wie die Wendlerin. Ja. Die durfte auch nicht zurück. Genau. Aber immerhin haben wir ihn bisher noch nicht am Strand gefunden. Ja. So. Wichtige Frage. Verbrannt. aber das ist auch das. Also das war, also in der Skala der wirklich krank, also kaputten Menschen, die da reingegangen sind. Also nicht körperlich kaputten Menschen. Das war jetzt einfach die Spitze. Also das maximaler Peak. Weil selbst so an Gebrechlichkeiten, die da bis reingegangen sind, das war schon deutlich. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was die RTL dabei gedacht hat. Wird es Ersatzkandidaten geben? Ich glaube nicht. Also ich habe bisher nichts dazu gelesen. Vielleicht sollten wir einfach das Gerücht streuen, dass der Wendler die Wendlerin, die er vom Camp rumlungert und darauf erwartet, dass einfach irgendjemand das Tor mal offen lässt nachts. Ich fände es ja gut, wenn seine wie war denn nochmal die Kindsbraut. Die Kindsbraut. Das ist von Anja Rützel stammt diese Wortkreation. Wenn die Kindsbraut jetzt doch noch einzieht, das fände ich schön. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Ja. Nee, schade. Günter Krause wäre, glaube ich, ganz lustig geworden. Ja, definitiv. Also hat bestimmt ein paar Geschichten auszupacken, die hat irgendwie ein bisschen skandalträchtig. Ja. Aber wenn ich mir die Skandale so am Ende ein bisschen durchgelesen habe, waren die so ein bisschen, die waren anfangs skandalmäßig. Und dann hat der Bundesrechnungshof gesagt, so, naja, eigentlich war da nichts dran. Und lustigerweise, bei dieser, weswegen er hier rausgeschmissen wurde sogar vom Kanzler, damaligen, 6.000 Mark. Ja, Umzugskosten. Ja. Ja, gut. Das waren auch andere Zeiten damals. Genau, können wir einfach so stehen lassen. Ja. Hier, Herr Scheuer. Ja. So. Ich sehe keinen Ersatzkandidaten bisher. Ich glaube, das kämpft dieses Jahr nicht so gut.
Das tue ich mir schwierig bisher. Also der Einzug war halt langweilig. Ja, also mega langweilig. Das war, also es war über Strecken her, hat man sich echt geödet. Ja. Diese Prüfungen, die sie hatten, waren echt mäßig. Ja. Im englischen Dschungelcamp war der Einzugsprüfung war halt auf so einem Hochhaus und dann mussten die über so einen Steg rüber und dort Dinge dann tun. Ja. Das mit dieser angetäuschten Wanne, die schon in allen besseren Zeiten gesehen hat. Ja. War halt so ein bisschen Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das fand ich aber ein bisschen doof. Und das Spannendste fand ich tatsächlich, dass über die, Brücke. Hängebrücke laufen. Ja, das hatte was. Ja, also das war ganz simpel eigentlich. Ja. Nichts Bescheuertes oder so, aber das konnte man sich gut angucken. Ja. So, und dann die übliche Essensprüfung zum Eingang mittlerweile, jetzt seit ein paar Jahren. Ja, ja, ist halt so. Diesmal erstaunlich viele Leute, die nichts gerissen haben. Ja, das ist halt so ein bisschen... Ja. Also ich glaube, es wird nicht ganz so gut. Ja. Wir beobachten das mal weiter und melden uns. Ich glaube, eine Sache möchte ich noch ansprechen. Ja. Wegen der Waldbrandgefahr gibt es ja einen Gaskocher dieses Jahr. Ja. Ich frage mich, ob das die Nachtszenen beeinflussen wird. Weil prinzipiell gilt dann die Regel, dass Leute wach bleiben müssen? Ja, auch. Ich glaube, es muss so, weil es in der Nacht kein durchgängiges Feuer gibt, das hat er vorgelesen, es müssen zwei Leute immer aufbleiben, um nach gefährlichen Tieren und anderem Zeug Ausschau zu halten. Ah, okay. Genau. Na gut, das heißt, Nachtszenen sollte es dann trotzdem geben, weil das wäre die größte Sorge, weil es ist halt einer der fundamentalen Content-Lieferanten, das Geläster nachts. Die müssen wahrscheinlich nur ein bisschen umstellen, was so die Beleuchtung angeht und so. Ja. Naja. Okay, gut. Wir hören uns. Ja. Morgen vermutlich. Mal vielleicht hoffentlich richtig dann. Genau. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier was geworden ist. Das hören wir dann gleich wieder. Genau. Und jetzt kriegen wir schon wieder Ärger. Ja. Bis dann. Tschüss.